Hallo und herzlich willkommen. Und ich würde mal sagen, noch guten Morgen, kann man glaube ich noch sagen, auf einer Hacker-Konferenz zum Tag 3 der GPN. Wir haben jetzt hier den Vortrag OAuth for Beginners. Wir haben auch schon mal eine kleine Umfrage im Publikum gemacht. Sind ein paar Leute dabei, die einfach nur hinter die Kulissen schauen wollen. Nicht ganz so viele Systemadministratoren, die das am Ende auch konfigurieren müssen. Vielleicht ein kleiner Hinweis für den Stream. Es wird kein Bild vom Vortragenden geben. Genau, dementsprechend nicht wundern, aber der Ton wird hoffentlich gut genug sein und die Slides werden auch gezeigt. Genau, aber without further ado, einen hoffentlich tobenden Applaus für Psy. Hallo, wie gerade schon gesagt, ich bin Psy und ich möchte euch heute was über OAuth beginnen. Schön, dass zu dieser doch relativ frühen Zeit für eine GPN so viele Leute da sind. Falls ihr Fragen während des Vortrags habt, gerne einfach zwischenreihen, ansonsten auch am Ende, später noch draußen an der Bar oder asynchron via E-Mail oder Mastodon. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin kein OAuth-Experte, ich habe mich da auch vor einer Weile einfach mal mit beschäftigt und dachte mir, ich erzähle euch mal, was ich währenddessen gelernt habe. Und OAuth an sich ist kein Hexenwerk, aber wahnsinnig vielfältig, bietet wahnsinnig viele Konfigurationsmöglichkeiten und kleine Details an. Also schaut beim Implementieren bitte einfach nochmal in die Specs. So, wir hatten vorhin schon die Frage, wer OAuth schon kennt. Das heißt, wahrscheinlich haben alle von euch schon mal so einen Authorization Screen gesehen. Wenn ihr euch irgendwo einloggt, wenn ihr irgendwo Zugriffe für eine Anwendung geben wollt, wenn ihr zum Beispiel auf dem Telefon eine mobile App benutzt, etc. Sieht manchmal auch so aus, also Login with und dann habt ihr einen dieser vielen großen Provider da. Kann auch zum Beispiel ein zentrales Firmen-Single-Sign-On oder ähnliches sein. Aber was ist OAuth eigentlich? Das RFC habe ich da mal angeworfen, das ist das Abstract davon. Und eigentlich sind davon primär drei Dinge relevant. OAuth ist ein Authorization Framework. Authorization ist an der Stelle sehr, sehr wichtig, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber insgesamt ist es ein Framework, das euch viele verschiedene Dinge an die Hand gibt, um Zugriff auf Ressourcen oder auch Identifikation von Nutzern zu ermöglichen. Steht hier eben auch nochmal, wir erlauben einer Third-Party-Applikation limitierten Zugriff auf HTTP-Services oder ich ergänze da jetzt an der Stelle mal auch Ressourcen. Entweder im Namen und Auftrag eines Nutzers, das ist das, was meistens passiert, oder aber auch für die Anwendung selbst. Wir werden heute auf den vorherigen Fall genauer eingehen, weil für die Anwendung selbst relativ langweilig ist. Wie wir gerade schon gelesen haben, ist es ein Authorization Framework und kein Authentifizierungsframework. Der wichtige Unterschied an der Stelle ist, wir erinnern uns, Autorisierung ist jemandem Zugriff auf etwas oder eine Ressource zu geben und Authentifizierung ist sicherzustellen, dass die Person oder der Dienst, der sich mir da gegenüber gerade als jemand ausgibt, auch wirklich diese Person oder dieser Dienst ist. Das heißt, OAuth alleine kann erstmal keine Authentifizierung, ist aber gar kein Problem, gibt da nochmal eine kleine Schicht obendrauf, die nennt sich dann OpenID Connect und mit der wiederum ist es auch möglich, Authentifizierung zu machen. Das heißt, in den meisten Fällen, in denen ihr OAuth irgendwo seht oder benutzt, wird es zusammen mit OpenID Connect verwendet, um euch eben zu authentifizieren. Also wenn ihr euch jetzt irgendwie bei einem Hedgehog mit einem Single Sign-On Provider anmeldet zum Beispiel. Genau. Die Sicht kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn man sich selbst irgendwo authentifizieren möchte, poppt dann irgendwo so ein Sign-In with SSO oder Sign-In with zum Beispiel einer der Provider, die ich vorhin in der Einführung kurz gezeigt habe, auf. Man klickt da drauf, wird weitergeleitet zum jeweiligen Dienst, hat dort ein Login-Formular, wenn man nicht eh schon eingeloggt ist, muss sich da dann mit Username, Passwort oder anderen Credentials einloggen, wenn es irgendwie Multifactor Authentication oder weitere Dinge gibt, die beim Login enforced werden sollen, werden die dort dienstzeitig enforced. Danach fragt der Dienst euch nochmal, hey, du bist gerade dabei, dich woanders mit deiner Identität hier einzuloggen. Der Dienst hätte gerne Zugriff auf folgende Dinge. Das ist in dem Fall eben OpenID, um sich zu verifizieren, E-Mail-Adresse und Profilinformationen. Wir sehen auch, dass es md.darmstadt.ccc.de ist, der Dienst, der da gerne Zugriff drauf hätte. Und sobald wir hier auf Accept klicken,
sind wir wieder zurück beim Hedgehog und eingeloggt als der Nutzer, mit dem wir uns da eben gerade authentifiziert haben. Das Coole daran ist, md.darmstadtccc.de hat keine Ahnung von meinen Login-Credentials, das, der ganze Login, das ist alles im Kontext meines Authentifizierungsproviders passiert und md.darmstadtccc.de bekommt von dem einfach nur glaubhaft versichert, yo, das ist wirklich gerade Psy, der sich bei mir eingeloggt hat. Hier sind die Profilinformationen vom Psy, die du angefragt hast, bitteschön. Diesen Vorteil davon, ich muss md.darmstadtccc.de nicht meine Credentials geben. md.darmstadtccc muss sich nicht darum kümmern, diese Credentials irgendwie zu speichern und sicher zu haben. Und ich habe eine zentrale Stelle, an der ich so Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Multifaktor-Authentifizierung, Passwort-Changes etc. abfrühstücken kann und meine Userbase habe. Den Teil kennt ihr wahrscheinlich alle. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze aus der technischen Sicht aussieht. Bevor ich überhaupt so ein OAuth Client nutzen kann, muss ich den Client, oder ich nenne das jetzt in dem Beispiel zusammen oder in dem Vortrag mal App, muss ich mich bei dem Dienst, über den ich die Authentifizierung oder Autorisierung machen möchte, registrieren. Dabei hinterlege ich dort typischerweise ein paar Dinge. Das ist zum einen, wie heißt denn eigentlich der Dienst oder die App, die ich da gerade registrieren möchte? Was soll die denn an Zugriff maximal haben können? Wo leitet die am Ende hin zurück? Und gegebenenfalls noch so ein paar weitere optionale Infos wie eine Webseite, ein Beschreibungstext, ein Bild etc. Redirectory ist in dem Fall eben die URL, an die ich weitergeleitet werde, nachdem ich mich dort authentifiziert habe. Die muss man schon beim Registrieren von der App dort angeben, dass eben später nicht jemand sich als meine App ausgeben kann und den Nutzer nach Authentifizierung woanders hin weiterleiten kann. Genauso mit den Zugriffsrechten, wenn ich direkt am Anfang schon festlege, dass diese Anwendung jemals immer nur maximal Read-Rechte benötigen wird, dann kann ich nicht in einer späteren Anfrage auf einmal irgendwie zu Write-Rechten eskalieren. Deswegen gibt man das bereits vorher an und bekommt im Gegenzug eine Client-ID und ein Client-Secret, die meinen Client eindeutig identifizieren. Client-ID ist in dem Fall, kann man als public betrachten, wird auch so in der URL mit übergeben, sehen wir gleich. Client-Secret sollte die eigene App niemals verlassen. Wir haben jetzt erstmal einen User, der hat irgendwie seinen Webbrowser, macht die Webseite auf und klickt dort auf den Login-Button. Unsere Anwendung leitet den User jetzt an den Autorisierungsserver weiter. Und das macht es, indem es dem User einen Redirect zurückschickt, der dann von dessen Browser ausgeführt wird. Dabei übergibt es folgende Dinge. Einmal Response Type ist gleich Code, weil das die Art und Weise ist, wie wir OAuth benutzen möchten. Zu den anderen Arten komme ich dann später noch. Die eigene Client-ID, wie ich gerade schon gesagt habe, die ist als public zu betrachten. Die kann einfach dort in der URL stehen. Und die Redirectory, also wo ich dann später nach erfolgreicher Authentifizierung gerne hätte, dass der User hin zurückgeleitet wird. Und gegebenenfalls ein Scope, wenn ich nicht den Initial-Scope benutzen möchte, sondern zum Beispiel nochmal kleiner einschränken, was ich jetzt hier in dem Fall haben möchte. Sieht dann so aus, also unsere App oder Webseite schickt dem User bzw. dessen Browser, hey, bitte öffne folgende URL. Und dieser folgt dann dem Redirect und öffnet die URL zum Autorisierungsserver, gibt dem dort den Response-Type, die Client-ID und die Redirectory mit und gegebenenfalls den Scope. Jetzt befinden wir uns beim Autorisierungsserver. Das ist der Teil, den wir vorhin mit dem Login-Formular gesehen haben. Und als erstes prüft der Autorisierungsserver einmal die Client-ID, ob er die kennt und ob die Redirectory, die ich gerade angegeben habe, zu denen passt, die da ganz am Anfang angegeben wurden bei der Registrierung. Wenn ein Scope mit angegeben wurde, prüft er außerdem, ob der ein Subset ist dessen, was bei der Registrierung angegeben wurde. Und nur wenn das alles passt, macht er weiter. Dann kommt der eigentliche Login, also wir lassen Nutzer und NutzerInnen einmal Passwort, Zugangsdaten, gegebenenfalls Multifaktor-Authentifizierung und Ähnliches eingeben und zeigen danach Informationen über die Anwendung, die da gerade anfragt, an. Also entweder nur die URL von der Anwendung oder auch die Beschreibung und worauf die denn gerade Zugriff möchte. Nutzer oder NutzerInnen können jetzt zustimmen und im Falle, dass sie zustimmen, folgt eine Weiterleitung, gehen wieder zurück an den Browser des Users, bitte gehe hier hin und schicken ihn zurück zu der Anwendung, also zu der Redirectory, die wir mit dem initialen Request mitgegeben haben.
Zusätzlich hängt der Server an diesen Request noch einen Access Code an, der dann gleich relevant wird. Also dieser Access Code ist quasi im Endeffekt, jo, Nutzer hat sich erfolgreich authentifiziert, hier ist ein Access Code, damit kannst du gleich weitere Dinge tun. Wichtig ist, mit diesem Access Code kann man noch auf keine Ressourcen und sonst nichts zugreifen. Der Screen, den ich gerade eben meinte, wir geben einmal Zugriff und dann sehen wir hier, wir werden vom Authentifizierungsdienst wieder über den Browser des Nutzers zurückgeleitet und der leitet es weiter an die Webseite. Wichtig ist jetzt in dem Kontext, dass bisher überhaupt keine Kommunikation zwischen unserer App und dem Authentifizierungsdienst stattgefunden hat. Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir am Anfang irgendwann mal unsere Anwendung registriert haben. Innerhalb dieses Login-Flows ist bisher keine direkte Kommunikation zwischen unserer Anwendung und dem Autorisierungsdienst zustande gekommen, sondern immer nur über Weiterleitungen im Browser des Users. Und dieser hat eben zwischen diesen beiden Scopes, einmal unserer Anwendung und einmal der Anwendung, also dem Autorisierungsdienst, gewechselt. Mit allem, was da dazugehört. Also zum Beispiel Cookies, die immer nur im jeweiligen Kontext gültig sind. Das heißt, unsere Anwendung weiß nichts von der Authentifizierung beim Authentifizierungsdienst und kann dementsprechend auch keine Credentials oder ähnliches von dem Client besitzen. Das Einzige, was wir bis jetzt haben, ist der Access Code, den wir zurückbekommen haben. Und mit diesem Access Code, das jetzt die erste direkte Kommunikation zwischen unserer Anwendung und dem Authentifizierungsdienst, können wir zu dem Authentifizierungsdienst gehen und sagen, hey, ich habe hier folgenden Grant Type, wir hatten vorhin als Response Type Code angegeben, das ist das Pendant eben, um dann den Access Code in einen Token umzutauschen, sagen Grant Type Authorization Code, geben einmal unsere Client ID mit, geben unser Client Secret mit, um wirklich zu beweisen, dass wir der Client sind, geben die Redirectory, die wir ursprünglich mitgegeben hatten, mit, auch nochmal zur Verifizierung, den Scope, der angefragt wurde und den Code, den wir gerade erhalten haben. Der Authorization Server prüft das Ganze jetzt und gibt bei Erfolg einen Access Token an unsere App zurück. Und mit genau diesem Access Token können wir dann auf weitere Ressourcen zugreifen. Zum Beispiel von Mastodon zu bleiben, auf die Public Timeline eines Users zuzugreifen oder die Profilinformationen eines Users abzurufen. Im Kontext von OpenID Connect würden wir damit jetzt zum Beispiel Profilinformationen oder Userinformationen, die uns zur Authentifizierung eines Users dienen, abrufen können. Das war eine sehr vereinfachte Darstellung, beziehungsweise das ist die rudimentäre Nutzungsweise von OAuth. Da gibt es aber zusätzlich drauf noch ein paar Sicherheitsmechanismen, weil das, was ich gerade gezeigt habe, ich gehe da einmal zurück, das ist an vielen Stellen noch anfällig. Zum Beispiel für Cross-Site-Request-Forgery, für Token-Injection-Attacken, für einfach, wenn ich versuche, einen Token zu raten zum Beispiel, etc. Deswegen wurden sich über die Jahre ein paar Gegenmaßnahmen ausgedacht. Das erste ist ein State-Parameter. Den geben wir, also das ist eine einzigartige oder zufällige Zeichenkette, die wird initial, wenn Nutzer oder Nutzerin bei uns sagt, ich möchte mich einloggen, wird der generiert und lokal, zum Beispiel in einem Cookie, im Session oder im Local Storage von der Nutzer oder der Nutzerin gespeichert. Den geben wir dann bei der initialen Authentifizierungsanfrage mit, bekommen den auch genauso vom Server mit der Antwort wieder zurück und können dann eben bei uns prüfen, ob der State, der in der Antwort mitgesendet wurde, zu dem, den wir in einer Session oder im Local Storage gespeichert haben, passt. Passt alles, ist alles gut, passt ja nicht, haben wir wahrscheinlich an irgendeiner Stelle jemanden, der versucht, uns da einen Code zu injecten oder der Nutzer oder Nutzerin eben über einen irgendwo platzierten Link versucht hat, zu uns zu schicken. Das Ganze ein bisschen erweitert, nennt sich dann Proof Key for Code Exchange. Das ist nicht direkt ein Ersatz für den State-Parameter, sondern eher nochmal zusätzlich. Wird vor allem für mobile Anwendungen und Single-Page-Applikationen empfohlen. Könnt ihr aber generell eigentlich immer benutzen. Auch wenn zum Beispiel der Server das nicht unterstützt, wird er euch damit einfach nicht antworten, aber es geht nicht kaputt. Also er wird euch schon antworten, er wird nur nicht auf diese zusätzlichen Parameter eingehen, so war das gemeint. Das ist auch wieder, wie gerade eben beim State-Parameter, eine einzigartige oder zufällige Zeichenkette. Die wird Code Verifier genannt, wird auch wieder von der App erzeugt und lokal gespeichert.
Nur, dass wir die diesmal nicht im Klartext an den Server schicken, sondern dass wir die vorher einmal durch Base64-URL und ein Hash-Verfahren schicken. Zum Beispiel SHA-256, SHA-512, sucht euch was aus. Und das, was dabei rauskommt, nennen wir Code Challenge. Das schicken wir mit der Authentifizierungsanfrage an den Server und geben ihm gleichzeitig noch mit, welches Hash-Verfahren da genutzt wurde. Das heißt, der Server hat einmal diesen Hash, die Challenge und das Verfahren, das dafür genutzt wurde, kennt aber den Plaintext nicht. Der Server gibt uns diesmal davon nichts wieder mit zurück, sondern der restliche Flow läuft erstmal normal. Und erst, wenn wir den Access-Code vom Server zurückbekommen haben und versuchen, den gegen einen Token einzutauschen, müssen wir zusammen mit wir schicken wieder unsere Client-ID, unser Client-Secret und diesmal eben auch den eigentlichen Code-Verifier, also den Plaintext davon. Und damit beweisen wir dem Server, dass wir auch die Entität sind, die diesen ganzen Flow initial gestartet hat. Weil nur wir den erzeugt haben können. Server prüft, ob Challenge und Verifier zusammenpassen und falls das passt, kriegen wir unseren Token zurück. Soweit erstmal zu den Sicherheitsmechanismen. Das, was ich euch gerade über OAuth erzählt habe, ist nur so ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Das ist nämlich der Authorization Code Grant oder der Authorization Code Flow und gibt da noch diverse weitere. Aber das ist somit der wichtigste und eigentlich auch der, den ihr, wenn es geht, benutzen solltet. Eine kleine Abschwächung von diesem hier gibt es noch, wenn ihr zum Beispiel eine Single-Page-Applikation oder eine mobile App habt, dann habt ihr im Zweifel keinen Webserver oder keine Entität, die daran beteiligt ist, die nur unter eurer Kontrolle steht. Also so eine Single-Page-Applikation, da kann ich eben in den Source-Code gucken, bei einer mobilen Applikation kann ich das auch. Wenn ich irgendwo eine Webseite mit einem Webserver habe, kann ich in der Regel nicht in den Quellcode dahinter schauen oder auch in den Speicher. Das heißt, bei einer mobilen Anwendung oder auch bei einer Single-Page-Applikation kann ich mein Client-Secret nicht irgendwie in meine Anwendung backen und es dementsprechend auch nicht benutzen. In dem Fall gibt es trotzdem den Authorization-Code-Flow, nur dass wir ihn dort ohne Client-Secret machen. Und an der Stelle solltet ihr dann definitiv Proof-Key for Code Exchange oder PXE benutzen, um das abzusichern. Außerdem gibt es einen Client-Credentials-Flow. Da spart ihr euch den ganzen Kram mit der Nutzerinteraktion, nehmt einfach nur eure Client-ID und euer Client-Secret und greift damit auf APIs des Dienstes zu, ohne Nutzerkontext. Im Beispiel von Mastodon wäre das zum Beispiel die Public-Timeline eines Servers, die ihr damit lesen könnt. Dafür braucht ihr keinen Nutzerkontext, das könnt ihr einfach so direkt, nachdem ihr eure App dort registriert habt, machen. Außerdem gibt es den Device-Code-Flow für zum Beispiel Geräte mit eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendwie auf eurem Smart-TV euch, weiß ich nicht, bei YouTube versucht habt anzumelden, dann zeigt euch euer Smart-TV einmal so einen QR-Code oder eine URL, auf die ihr gehen könnt. Irgendwie 6 Zahlen, die ihr dann auf dieser URL eingebt. Dort macht ihr dann den ganzen Autorisierungsflow und euer Fernseher kriegt automatisch mit, dass ihr euch dort angemeldet habt. Funktioniert im Hintergrund einfach so, dass euer Server einmal bei dem Autorisierungsdienst sich so einen Code generieren lässt, euch den anzeigt und ab dann periodisch den Authentifizierungsdienst pollt, ob ihr euch schon eingeloggt habt. Außerdem gibt es noch 2 Legacy-Methoden, das ist einmal der Implicit Flow und der Password Flow. Werde ich nicht näher drauf eingehen, falls ihr die irgendwo entdeckt oder überlegt, sie zu implementieren, macht bitte einen großen Bogen drumherum. Wie vorhin schon gesagt, OAuth an sich kann erstmal keine Authentifizierung, sondern nur Autorisierung. Deswegen haben wir OpenID Connect oder OIDC. Das baut auf OAuth auf und ist im Endeffekt einfach nur ein weiterer Endpunkt, der User-Info-Endpunkt. Den könnt ihr mit dem Access-Token, den ihr nach der Autorisierung bekommen habt, aufrufen und bekommt dort Informationen über den eingeloggten Nutzer, die eingeloggte Nutzerin. Also zum Beispiel Nutzername, E-Mail-Adresse. Oh, und dann habe ich mir gedacht, wir spielen das einfach mal gemeinsam am Beispiel von Mastodon durch, weil ich finde, das ist einfach nochmal greifbarer, wenn man das irgendwie gesehen hat. Und weil ich mir eine Live-Demo nicht ganz zugetraut habe, habe ich die vorhin einfach gescreenshottet. Wie wir gesagt haben, wir müssen unsere Anwendung erstmal
erstmal registrieren. Das ist jetzt noch nicht Teil von OAuth, sondern eben Vorbedingungen dafür. Und in der Regel geht ihr zu einem Dienst und klickt euch dort irgendwie in den DevTools oder in der Development, in dem Developer-Bereich davon, so ein Client. Im Falle von Mastodon geht das jetzt nicht so einfach, weil es ist ja dezentralisiert, wir haben sehr, sehr viele Server. Das heißt, dort fragen wir einfach am Anfang unser Nutzer, unsere Nutzerin, welchen Server sie denn benutzen möchte und registrieren uns dann dort per REST API einfach unseren Client. Sieht so aus, ist der Apps-Endpunkt, dem geben wir einmal einen Namen für unseren Client mit und welche Redirect-URIs der benutzen soll. Ich habe in dem Fall example.com/callback genommen, weil ich nicht die Zeit hatte, einen kompletten Client zu bauen. In eurem Fall wäre das dann die URL eures Clients oder wenn ihr zum Beispiel eine App auf dem Telefon benutzt, dann so ein Schema-Link mit foo:// auf den eure App dann reagiert. Was wir zurückbekommen, ist unter anderem die Client-ID und das Client-Secret, neben eben den Sachen, die wir auch hingeschickt haben. Das ist genau das, was wir für den Rest davon brauchen. Das heißt, die beiden schreiben wir uns raus und merken uns. Und danach können wir auch schon unseren Nutzer oder unsere Nutzerin auf das jeweilige Login-Formular weiterleiten. Das ist dann der OAuth-Authorize-Endpoint. Dem geben wir eben mit Response-Type-Code. Das heißt, wir wollen den Code-Flow gehen, unsere Client-ID und die Redirect-URI, wo wir hingehen wollen. Wenn ich hier jetzt was anderes als example.com-callback angeben würde, wird der Server wieder nicht mitspielen, weil er sagt, hier, das ist nicht das, was mit der App registriert wurde. Unserem Nutzer, unserer Nutzerin wird also folgender Login-Screen präsentiert, OAuth for Beginners, der Name, den wir vorher angegeben haben, möchte gern Permission, um auf den Account zugreifen und wir hätten gerne nur Read-Permission, weil ich keinen Scope angegeben habe und das bei Mastodon eben der Default ist. Wenn ich jetzt auf Authorize klicke, werde ich wieder an den angegebenen Callback weitergeleitet und dort angehängt wird eben besagter Code. Den komme ich durch den Callback, durch die Weiterleitung, jetzt in meiner App wieder und kann den zusammen mit meiner Client-ID, mit meinem Client-Secret und dem ursprünglich angefragten der Redirect-URI an den Token-Endpoint schicken und bekomme daraufhin meinen Access-Token zurück. Den ich brauche, um dann auf die eigentlichen Ressourcen zuzugreifen. Das heißt, diesen Token speichere ich mir jetzt und kann damit im Namen des Nutzers oder der Nutzerin zum Beispiel auf den Verify Credentials Endpoint zugreifen und mir dort Profilinformationen auslesen. Seht ihr in dem Fall, hat funktioniert, ist mein Account. Abtippen des Tokens könnt ihr euch sparen, ich habe den schon wieder gelöscht oder revoked. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwie einer Anwendung Zugriffe auf euren Account gegeben habt, dann seht ihr das in der Regel in den Einstellungen oder bei Mastodon jetzt Accounts, bei anderen Diensten dürfte das ähnlich sein. Da mal regelmäßig reinzugucken, gucken, welchen Anwendungen ihr den Zugriff gegeben habt und ob ihr die noch alle braucht, schadet auf jeden Fall auch nicht. Und also bei mir merke ich, wenn ich mich irgendwie öfter mal mit einem Private Tab oder irgendwo eingeloggt habe, dann sammeln sich da doch einige Clients, die dann im Endeffekt irgendwo noch valide Credentials sind, die man nach einer Zeit einfach mal rauswerfen könnte. Habe ich hier an der Stelle auch gemacht, deswegen, wie gesagt, Abtippen des Tokens könnt ihr euch sparen. Und damit wären wir auch schon am Ende. Und ich würde gerne Fragen beantworten, falls ihr welche habt. Falls es uns von der Zeit irgendwann ausgeht, gerne auch noch draußen an der Bar auf der Wiese. Genau, erstmal vielen Dank von meiner Seite. Da gibt es auch schon die erste Frage. Moin. Mehr ein ganz kurzer Hinweis für alle Leute, die tatsächlich sich jetzt mal einen OAuth-Client bauen wollen. Es gibt sehr gute RFCs mit Best Practices für OAuth-Clients, für Single-Page-Applications, für Native-Apps und für andere Clients. Da gibt es jeweils ein RFC für, die sollte man sich angucken, weil sonst kann man da extrem viel falsch machen und dann freuen sich die Pentester. Ergänzend dazu vielleicht auch noch, es gibt auch noch diverse Frameworks, die einem OAuth abnehmen, die man einsetzen kann. Wenn ihr in eurer Sprache so ein Framework zur Verfügung habt, guckt einfach mal ein bisschen, ob das gut abgehangen ist, ob das viel genutzt wird, wie entsprechend Kommentare auf GitHub sind und nehmt im Zweifel so ein Framework, anstatt das selbst zu implementieren. Gut, dann direkt daneben gab es eine Frage, hätte man das Mikrofon auch da lassen können? Danke. Der Token, den ich ganz am Ende bekommen habe, den die Anwendung bekommt, kann ich, wenn ich den stehle, im Namen des Users Aktionen durchführen? Muss ich mich also, wenn ich eine App schreibe, darum kümmern, diese Tokens geheim zu halten?
Genau, der Access-Token, den du am Ende bekommst, ist das Einzige, was du brauchst oder was auch jemand anderes brauchen würde, um auf APIs im Namen des Users zuzugreifen. Das heißt, wie du schon sagst, wenn den jemand stiehlt, hat derjenige oder diejenige die gleichen Rechte wie deine Anwendung oder der Nutzer oder die Nutzerin. In der Regel haben solche Tokens auch eine Lebensspanne, das heißt, die laufen nach einer Zeit ab. Es kann sein, dass ihr direkt initial noch einen Refresh-Token mitbekommt, mit dem ihr den dann wieder erneuern könnt. Es kann sein, dass ihr das selbst nochmal machen müsst. Das hängt immer so ein bisschen von der jeweiligen Implementierung und vom jeweiligen Dienst ab. Ja, danke erstmal. Und ich habe noch eine Frage zu dem Access-Token. Also jetzt bei deinem Beispiel bei Mastodon ergibt das natürlich Sinn, dass ich den irgendwie als Mastodon-Client vom Mastodon-Server bekomme und dann da Dinge tun kann. Und wie ist das dann, wenn ich mich jetzt bei so einem Login with Google Teil bei einem Hedgehog anmelde, dann bekomme ich den Token ja von Google und dann muss das Hedgehog im Hintergrund mit Google kommunizieren, um dann abzufragen, ob der Token valide ist oder wie läuft das? Das nimmt diesen Token zumindest initial, um eben OIDC, also den Part mit der Authentifizierung zu machen. Das heißt, es ruft damit einmal den User-Info-Endpunkt auf, um zumindest deinen Namen, deine E-Mail-Adresse zu bekommen, um deinen Account damit anzulegen und gibt dir dann sehr wahrscheinlich einfach selbst eine Session. Das heißt, es wird nicht regelmäßig nachprüfen, ob du jetzt noch irgendwie bei Google eingeloggt bist, aber es wird eben initial einmal prüfen, wer du bist, sich das von Google bestätigen lassen und dich dann damit mit einer eigenen Session einloggen. Cool, danke. Du hast gezeigt, wie man so einen Client registriert. Da war jetzt irgendwie gar kein Secret oder so bei, im Sinne von, dass da irgendwie eine Hürde war, den Client zu registrieren. Kann ich einfach 1 Million Clients registrieren? Ich vermute, Mastodon hat Rate-Limits, wie viel du pro Zeit registrieren kannst, aber ansonsten habe ich keine Limitierung an der Stelle gesehen. Also du kannst mit dem API-Request, kannst den beliebig oft abschicken, bekommst beliebig oft eine Client-ID, ein Client-Secret zurück. Kann passieren, dass das zeitlich gerate-limited ist. Mehr Limit habe ich bisher bei Mastodon nicht gesehen. Stelle ich mir aber auch schwierig vor, dass an irgendeiner Stelle, also dann Limit, also worauf würde man da limitieren wollen? Auf den Client-Namen? Dann nummeriere ich ihn halt durch. Also ist an der Stelle schwierig. Bei anderen Diensten ist es häufig so, dass so eine Client-Registrierung in deinen persönlichen Account als Entwickler dort gebunden ist und dass du dann eben so Dinge oder Restriktionen hast, wie du darfst halt nur 10 Clients pro Entwickler-Account und ansonsten musst du ganz, ganz viel Geld bezahlen oder so. Bei der Client-Registrierung hattest du neben dem Client-Secret und der Client-ID unten auch noch so ein WAPIT-Token oder WAPIT-Secret. Ist das was Mastodon-Spezifisches oder gehört das auch noch zum OAuth-Flow? Das, was Mastodon-Spezifisches, da habe ich ehrlich gesagt auch nicht nachgeguckt, wofür es denn genau benutzt wird. Mich hat es auch ein bisschen irritiert. Habe ich aber bei Mastodon das erste Mal gesehen in dem ganzen Flow. Ja, ich habe mich immer gefragt, was hat eigentlich Google oder Facebook davon, wenn ich mich bei Ihnen, sei jetzt mal, anmelde? Ich will ja die ja gar nicht nutzen, sondern ich will ja eigentlich einen anderen Dienst nutzen. Kannst du darauf eine Antwort geben? Tun die Daten sammeln oder was ist der Vorteil für den Authorization Server? Was sie genau damit machen, kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Und ich kann über den Vorteil, den sie davon haben, auch nur spekulieren. Aber an sich sind das alles Dienste, die eine sehr, sehr große Nutzerbasis haben und dadurch, dass sie einem den Login mit dem eigenen Dienst woanders ermöglichen, ja auch wieder so eine Art Kundenbindung aufbauen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie bei zig Diensten mich eben mit Facebook oder mit Google angemeldet habe, dann wird das ja auch für mich irgendwann eine Hürde, von dem Dienst wegzumigrieren, weil ich ja überall meine Accounts oder Registrierungen entweder ändern oder neu erstellen müsste. Ich vermute, dass das deren Geschäftsmodell dahinter ist. Ob das wirklich so ist, ob es das Einzige ist, kann ich nicht sagen. Aber gibt ja jetzt auch nicht nur Google und Facebook, die sowas anbieten, sondern ganz häufig hat man das auch in Firmenkontexten, dass es eben einen zentralen Login irgendwo gibt. Und das Interesse daran kann ich auf jeden Fall beschreiben, das ist einen zentralen Ort zu haben, an dem sich Nutzer und Nutzerinnen einloggen können und Nutzer und Nutzerinnen darauf zu konditionieren, sich nur dort einzuloggen und nirgends anders.
das beugt einmal so ein bisschen Phishing vor und eben, dass in anderem Kontext Credentials abhanden kommen. Und ich habe eine zentrale Stelle, an der ich weitere Restriktionen, wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwortänderungen etc. Enforcen kann. Dann jetzt noch eine letzte Frage, da hinten in Gelb. Genau, die Frage war, ob es nicht nur Unternehmen gibt, die das anbieten, sondern auch staatliche Institutionen, die OAuth anbieten. Ich wüsste jetzt nicht konkret, dass es mit dem Ausweis oder mit eben persönlichen Details über staatliche Stellen geht, aber wäre natürlich auch ein prädestinierter Endpunkt für sowas oder Anbieter für sowas. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Banken OAuth benutzen, um ihr Online-Banking zu realisieren. Und der Sprung zu irgendwie staatlichen Stellen wäre nicht weit. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es definitiv schon was gibt. Gut, dann vielen Dank für den Vortrag und die sehr interessanten Fragen. Und genau, für den Rest, eigentlich genau. Vielen Dank. Danke für euer Interesse.